Der Anfang der Woche ausgebrochene Vulkan Mauna Loa auf Hawaii ist nach wie vor aktiv. Entlang mehrerer Spalten im Nordosten des Vulkans schießen immer noch zahlreiche Lavafontänen Dutzende von Metern hoch in den Himmel. Davon ausgehend ergießen sich mehrere Lavaströme hangabwärts, besiedelte Gebiete sind aber derzeit nicht in Gefahr. Die Behörden rechnen allerdings damit, dass spätestens am Freitag eine wichtige Verbindungsstraße zwischen dem Osten und dem Westen der Insel von der Lava erreicht und unterbrochen wird. Der Mauna Loa gilt als der größte Vulkan der Erde. Zuletzt war der Feuerberg vor 38 Jahren ausgebrochen.